Morgen, hallo Vera. Hallo Nils. Hallo ihr da draußen. Oder ihr da drin, je nachdem, von wo ihr heute zuschaut. Herzlich willkommen zu unserem letzten Online-Gottesdienst vor der großen Sommerpause. Pray Again. Diesen Song haben einige von euch schon gehört zu unserem Online-Gottesdienst am Sonntag Rogate. Da ging es um die Frage, warum beten wir eigentlich? Heute wollen wir nachspüren, wofür wir eigentlich beten und worum können wir im Gebet bitten oder danken? Dieser Gottesdienst ist nochmal ein ganz besonderer Gottesdienst. Ihr merkt es schon daran, dass heute englische Untertitel mitlaufen. Wir möchten diesen Gottesdienst international feiern. Und zum Thema Beten haben wir Menschen aus verschiedenen Ländern gefragt, uns ihre Statements zu schicken, wofür sie momentan beten. Und all diese Menschen haben eins gemeinsam. Sie waren Teil eines großen transkulturellen Online-Chores, der das Lied We Shall Overcome performt hat. Und mit diesem Song stellen sie sich gegen Rassismus in der Welt. Das Lied und den Chor sehen wir natürlich auch heute hier in unserem Gottesdienst. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und nun lasst uns beten. Gott, du sagst, dass du mich liebst, trotz meiner Vergangenheit, in meiner Gegenwart, für alle Zukunft. Du liebst mich nicht, weil ich außergewöhnliche Qualitäten habe, nicht, weil ich klug oder hübsch bin. Du liebst mich einfach so, bedingungslos. Selbst wenn mir nicht viel an dir liegt, du wirst meiner nicht müde, sondern redest weiter mit mir. Du rufst und mahnst mich, und selbst wenn ich mich taub stelle, so sprichst du mich im Schweigen an. Ich laufe manchmal an dir vorbei, doch du gehst mir nach und wirbst um mich. Du bist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und du willst mich. Amen. Lasst uns nun gemeinsam das nächste Lied Mercy is Falling singen. Mercy is falling, it's falling, it's falling.
In seiner Bergpredigt spricht Jesus unter anderem vom Beten. So steht bei Matthäus im 7. Kapitel: Gott erhört Gebete. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird die Tür geöffnet. Würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist. Und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Und unser nächstes gemeinsames Lied ist Jesus in my house. Thank you, Heavenly Father, for your love for me. I'm forever grateful that you sacrificed your son. You saved my soul and changed my destiny. Thank you, God, for Jesus in me. I'm so glad that Jesus lives in my house. Good to know that He is here with me now. In der Lesung heute haben wir gehört: Wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Es heißt nicht: Glaubt und ihr bekommt. Oder wartet ab und ihr findet. Wir werden dazu aufgefordert, selber aktiv zu werden. Unsere Bitten vorzutragen, auf die Suche zu gehen, anzuklopfen und damit zu zeigen, dass wir reingelassen werden möchten. Ein paar Gebetsanliegen aus aller Welt haben wir nun für euch gesammelt. I am Nazar Enababan from North Sumatra, Indonesia, and I am a student of the School Theology in Pematang Siantar. My prayers toward this world that is will be better than before. Let us as the earth feelings join hands to face the pandemic that we are feeling together. Let's show your concern, your enthusiasm, and your solidarity. We will rise up because we are together. So that, thank you. My name is Mandy Suss. I'm from South Africa, Cape Town. And my prayer for the world today is for fatherless homes. I pray that fathers will realize their responsibility and the role that they need to play in a child's life. I've seen it so many times, not just in South Africa, but around the world. And it's not all the children, but it's most of them. They get addicted to drugs and to gangsterism, and it's so sad. So today I want to pray for fathers out there that they will man up and be there for their child or for their children. Hallo, ich bin Lidl Lestari, ich komme aus Indonesien. Ich bete für diese Kondition, dass wir zusammengehen und zusammenarbeiten können, ohne den Hintergrund, Herkunft und Haarfarbe von den anderen Leuten zu sehen. Dankeschön und tschüss! Ich bin Tobias aus Lähm und ich bitte dich, Gott, um Weite. Schenke weite Sicht, wo wir zu kurzfristig sehen. Schenke Weite unseren Herzen, wo wir zu egoistisch handeln.
und schenke Weite unseren Füßen, da wo Menschen in Bedrängnis und in Gefangenschaft leben. Hello, I'm Daniel Mnyaga from Tanzania, and I pray for the world today that we will know the only true God and Jesus Christ whom he has sent. Because in the book of Daniel chapter 11 verse 32, the Bible says that those who know their God shall be strong and carry out great exploits. So even in difficult times, even in times of uncertainty, we shall be able to stand strong and win. And also that each one of us will love their neighbor as themselves. And you know what? When people dwell together in unity, God Almighty has promised us blessings. Amen. Hello, my name is Dika. I came from Indonesia. I will pray for children in all over the world, our future generation. May God always protect and bless them. Amen. I am Annika, I am from Germany, and I pray for friends where I know that they are suffering, and I ask God to support them. I pray for peace and justice and more love in the world, and I pray for unity and solidarity among all human beings in the world. Hello, I am Jenny from Papua, Indonesia. I pray for the restoration of my people, Indonesia, especially Papua. And even in hard time, let all of us continue to experience God. And so the name of the Lord be exalted through our lives. Amen. Stay blessed. Hi, my name is Jonas from Cameroon. I pray for peace, love, justice to reign in Cameroon, to reign in Africa, to reign in the world. I pray because I know Jesus Christ has promised us that we will overcome because he has overcome the world. And so we believe that we will overcome the injustice, the hate, the racism, the discrimination, the tribalism that is existing amongst us. We pray that God Almighty will direct us to overcome even the pandemic COVID-19 that is ravaging lives in the world now. That we will have peace and love because we worship the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. We pray in his name. Amen. We'll walk hand in hand someday.
Gott, unser Schutz und unser Halt, wir sind vor dir mit unserer Unsicherheit und Angst, unseren Sorgen um uns selbst und die, die uns am Herzen liegen, unserer Sehnsucht nach einem guten Weg. Gott, unsere Quelle und unsere Kraft, wir sind vor dir mit unserer Dankbarkeit für alles, was uns im Leben wesentlich ist, unserer Freude über alle Erfahrungen von Menschenfreundlichkeit, unserer Neugier auf das, was gut werden will. Gott, unser Grund und unser Ziel, wir sind vor dir mit unseren Bitten für alle, die es besonders schwer haben in dieser Zeit. Unsere Solidarität mit den Kindern, den Alten, den Armen. Unsere Liebe zu dieser Erde und alles, was auf ihr lebt. So sind wir vor dir unsere Stärke und unser Fels. Sei du auch mit uns an allen Tagen und Nächten, auf allen Wegen, bei allem, was wir tun und erleben. Amen. Alle Anliegen, die wir gerade gehört haben und das, was euch ganz persönlich auf dem Herzen liegt, legen wir gemeinsam in das Gebet, das Jesus Christus uns lehrte, und wir sprechen: Vater unser im Himmel, lass uns deine Nähe spüren, mögest du uns sanft berühren, halt uns fest an deiner Hand auf unserem Weg in neues Land. Möge Gott dir immer gewähren, Sonnenstrahlen, die dich erwärmen, Mondlicht, das dich verzaubert, einen Engel, der dich vor Schaden bewahrt, Lachen, das dich erfreut, treue Freunde, die in deiner Nähe sind, und wann immer du betest, dass der Himmel dich hört. Amen.